Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, es gibt heute wieder ein ein Durchblättervideo von mir. Ich habe hier dieses Journal, ein, ja, ich sage jetzt einfach mal Feen-Journal. Und das hat zwei Besonderheiten. Einmal hat es Licht und es ist interaktiv an einer einzigen Stelle. Aber immerhin. Ich würde sagen, dann starten wir mal. Licht kann ich erst anmachen, wenn ich das geöffnet habe. Dem möchte ich jetzt aber nicht zuvorkommen. Wir starten einfach mal hier vorne. Die Größe ist vielleicht ganz interessant. Wir haben hier eine Breite von ungefähr 15,8 cm. Das sind 6 1/8 Inch und in der Höhe haben wir ja 21,5 circa Zentimeter. Das sind 8 5/8 Inch. Genau. Und zwar haben wir hier einmal einen Baum, weil Feen haben ihre Häuser in den Bäumen, finde ich. Ist vielleicht nicht immer so, aber in meiner Fantasie ist das so. Ich habe hier mit Lavinia-Stempeln gearbeitet, habe das dann ausgeschnitten. Jetzt mittlerweile hat Lavinia sogar schon die Cutting Dies dafür. Das finde ich sehr gut. Auch hier der Drache ist von Lavinia. Angemalt habe ich den mit der Farbe von Finnebär. Und hier ist angemalt mit auf jeden Fall Schimmer. Der Schimmer ist Wing of Stella. Und das Gelb und Blau weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die Blumen habe ich gekauft bei Woolworth. Und diese Blätterranke habe ich bei Ali bestellt, aber die gibt es ja auch, oder gab es zumindest mal, wenn ich mich recht erinnere, beim Action. Die kriegt man ja überall irgendwo mal. Hier habe ich auch noch mal andere verbastelt, weil die hier nicht mehr ausreichte. Genau. Die Tür, da hatte ich erst beim Teddy, gibt es diese Holztüren, diese Fairy-Türen, aber die war irgendwie so groß und das fand ich vom Verhältnis nicht passend, für mich halt. Einmal für die Feen, selbst wenn die stehen würde, wäre die Tür enorm groß gewesen. Deswegen habe ich hier einfach selber eine gemacht und die kann man auch aufmachen. Das ist ein Knauf. So ein Türknauf für Puppenhäuser. Ich muss auch sagen, der war echt verdammt teuer. Der hat irgendwas um die 5 Euro gekostet. Also das war schon echt teuer. Dann kann man den hier aufmachen. Er ist verschlossen mit Magneten. Na? Und wenn man das aufmacht, sieht man hier zwei andere, ich weiß jetzt, die sind auch von Lavinia, ich weiß jetzt leider die Namen nicht, auch von ihr nicht. Und sie kommt gerade nach Hause, der Papa ist noch auf einer Sitzung, sie ist schon nach Hause, weil die Kinder langsam mal ins Bett müssen. Und die beiden, also es wird natürlich immer abgeschlossen, ne? Ist ja klar. Und die beiden streiten gerade um den Schlüssel und sie wartet und wartet und macht endlich die Tür auf und da draußen kreisen schon die Drachen, hinten auf der Rückseite ist auch noch einer und die spielen da um den Schlüssel, ne, kloppen sich da fast, die streiten. Genau, so viel zu der Geschichte. So, dann haben wir hier an der Seite auch nochmal, der Baum geht hier natürlich weiter und hier ranken die Blätter auch runter.
Und der Buchrücken, wie groß ist der? Also der ist breit. Ihr habt ja immer Interesse an Zentimetern. Also gute 6 cm. Für diejenigen, die Inch mögen, circa 2 3/8 Inch. So, und hier auf der Rückseite ist der nächste Drache, der hier schon rumfliegt. Und natürlich, der Baum geht weiter. Die Blätterranken, die gehen hier runter. Ranken sich natürlich hier um den Baum. Oh, hier ist Heißkleber. Ja, ich habe die Blumen erst so festgeklebt mit dem VBS-Kleber. Aber da musste ich immer ewig warten, bis die fest waren. Was heißt ewig? Der zieht schon schnell an, aber trotzdem hat es für mich lange gedauert und dann habe ich irgendwann den Heißkleber hergenommen und habe die mit Heißkleber festgeklebt, weil da wisst ihr selber, dass es klebt ja ratzfatz. Deswegen sind hier überall diese Fäden. Genau, dies hier, dieser Hintergrund, das sind verschiedene Farben. Einmal ist das schwarzes. Wie heißt denn das? Dieses ganz dünne Papier, nicht Satinpapier, wo man auch mal was mit einschlägt. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dass es auch so ein bisschen hier crackelig ist. Und dann habe ich, oh Gott, was habe ich denn da alles für Farben genommen? Ich muss mal hier gerade gucken. Ich habe auf jeden Fall benutzt von, das hier ist von Sea Art, der Wachs, so brauner Wachs, den sieht man hier teilweise. Dann habe ich benutzt von Inka Gold. Da das Silber benutzt? Nein, Blödsinn. Da habe ich, na, komm raus. Von Inka Gold habe ich das Altsilber benutzt. Also das liebe ich. Das ist so ein schöner Ton, obwohl ich eher finde, dass das so ein leichter Goldton ist. Und ich habe benutzt von Stamperia noch diesen Wachs hier. Metallic Türkis. Und zu guter Letzt bin ich rübergegangen, dass das so schimmert von Stamperia mit dem Glamour Gel. Also ihr seht, da ist einiges drauf, dass man dann auch am Ende diese Effekte hier hat. Und ich finde, das sieht irgendwie aus wie, ja, wie so eine Dämmerung, ne? Deswegen, es wird jetzt dunkel. Ich weiß nicht, ob Feen am Tage draußen sind oder nachts, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss sie die Kleinen jetzt ins Bett bringen. Die müssen nachts auf jeden Fall schlafen. So, dann haben wir hier einmal ein Lesezeichen. Und an dem Lesezeichen ist das Gebamsel dran. Hier haben wir einmal so ein Perlenpotpourri und natürlich Feenflügel. Keine Angst, das ist nicht von einer lebenden Fee. Die Fee ist leider schon von uns gegangen und deswegen konnte ich diese Flügel hier ran machen. So, und hier haben wir noch mal so ein paar kleine Funkelsterne mit Perlen. Dann sind natürlich Blätterranken dran und verschiedene Bänder. Genau. Das machen wir jetzt natürlich ab. So, wie öffnen wir das? Hier ist ein Gummiverschluss dran, den man einfach hier einfach, ja, seht ihr gerade, wie einfach das geht, so drunter macht. So, hier an der Seite, genau, das ist vielleicht auch noch mal interessant. Hier ist natürlich auch Gebamsel dran, aber das Gebamsel ist gerade alles irgendwie reingerutscht, weil ich das ja jetzt so blöd gehalten habe, ne? Oh, das muss ich gleich noch mal ranmachen. So, da haben wir den Schmetterling, der ist hier gerade abgegangen.
Ah ja, ich sehe gerade, da ist der Spalt zu groß. Den machen wir natürlich gleich wieder ran. Den silbernen Schmetterling. Dann haben wir hier natürlich nochmal diesen Baum. Sagen wir mal Lebensbaum dazu. Dann, genau, da ist der Schmetti abgegangen. Hier haben wir nochmal einen Feenflügel. Natürlich verweilt diese Fee auch nicht mehr unter uns. Und hier unten eine Blume. Und natürlich grüne Spitze, dann so Bastband als Spitze und natürlich die Blumenranken. So, das lege ich mir hier gleich mal beiseite. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal. Wir machen das auf und das gucken wir uns gleich an. Und dann ist hier einmal die Elektrik verbaut. Ich mache das mal an. So. Und jetzt, hier oben ist natürlich das Fenster schon ein bisschen zugewachsen, aber da sieht man schön diesen Magentaton. Und wenn wir die Tür aufmachen, Alexa, Schreibtisch aus. So sieht man es besser, würde ich sagen. Ja, haben wir hier schön das Licht an. Genau, Alexa, Schreibtisch an. So, wir brauchen ja hier Licht. Dann machen wir das mal wieder aus. Und dann haben wir hier, ich klappe das mal zu, das lenkt ein bisschen ab, haben wir hier ein Fantasy-Book, was natürlich auch nochmal so Glitzerpapier hat. Also das kommt in der Kamera gar nicht so raus, wie das funkelt und glitzert. Da habe ich nämlich embossed. Und zwar habe ich da mit dem Transparent Paillette 3D von Aladdin gearbeitet. Das kannst du auch als Schnee nehmen oder so. Das funkelt so schön. Genau, und da ist das Blatt zwei- oder dreimal mit embossed, damit du auch eine richtig schöne Struktur da drauf hast, dass das auch richtig schön aussieht. Dann natürlich die Blätterranken. Hier an der Seite sind zwei kleine Herzen. Ich finde, Herzen gehen immer. Und ich fand die einfach so süß, wenn die hier hinten dran sind. Ja, und da drin ist gar nichts, ne? Also ist also nichts reingestempelt oder so. Das kannst du dann einfach beschreiben. Und das sind, wie heißt denn dieses Papier? Weiß ich gar nicht. Mir fällt heute immer nur Seide ein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hast du hier 8 solche Seiten drin. 6. Erzählen kann, ist klar im Vorteil. Genau, das ist nochmal so ein kleines Fantasy-Book, wo man vielleicht, keine Ahnung, Feensprüche, Feentanz, Feenlied, was weiß ich, reinschreiben kann. So, dann haben wir hier einen Paperclip mit Schmetterling. Weil hier habe ich gar keinen Kuli zugemacht, weil mir einfach nicht eingefallen ist, wie der Kuli aussehen könnte. Vielleicht mache ich aber auch noch einen. Ne? Das heißt, wer das haben möchte, ist also nicht enttäuscht sein, falls ich keinen mehr mache. Also derzeit ist keiner dabei, aber es kann natürlich sein, dass ich jetzt vielleicht die Tage nochmal einen dafür mache. Genau, dann machen wir hier, ich mache das Buch mal raus, direkt mal weiter. Also dieses hier, ich habe hier wirklich nur mit Lavinia-Stempeln gearbeitet. Und ich glaube, da sind nochmal so Seiten bei, keine Ahnung, wo so gestitcht ist. Das, von wem die sind, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall Lavinia. Genau, da hat man hier auf jeden Fall schon mal eine Lavinia-Karte. Und kannst du das sehen?
der Fluss, ihr kennt das ja selber, Flüsse, das funkelt ja manchmal so, ne? Und das durfte hier nicht fehlen. Ich glaube, da gibt es sogar ein Watch Me Craft zu diesem Bild hier. Genau, und der Himmel, wie schön der da in den Farben ist, das spiegelt sich natürlich in dem Wasser wieder. Und die Drachen, die dürfen nicht fehlen. So. Ah ja, genau, hier gleich die erste Seite. Ne? Es ist immer mal sowas mit reingestempelt. Wir haben die Schmetterlinge, weil Schmetterlinge gehören einfach dazu. Dann ja die Blumenranken. Hier ist auch schon der nächste Lavinia-Stempel. Es ist allerdings so, dieses Papier hier, kannst du das sehen? Ich näher rangehe, genau. Das ist gewellt. Und dadurch, dass das gewellt ist, kam der Stempel nicht überall hin. Ich finde das jetzt aber nicht ganz so schlimm. Sieht so ein bisschen alt aus dadurch, finde ich. Ja, dann haben wir hier natürlich wieder Doilies drin. Auch dies hier, das sind die Blumen von Lavinia. Dann ein Wolf, der heult, auch Wölfe. Das ist ja alles so dieses, ja, mir fällt wieder mystisch ein, aber ist ja nicht richtig. Aber diese Fabelwesen, ne? Werwolf. Gut, ob das jetzt ein Werwolf ist, weiß ich nicht. Aber sowas halt, Drachen und, ne? Ah ja. Dieses hier, heutzutage gibt es keine Elfen mehr, beinahe keine. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, die einzigen Herren der Erde zu sein und sie bekriegen einander so heftig und seit so vielen Jahren, dass sie sich nicht mehr an jene längst vergangene Zeit erinnern, da andere Geschlechter an ihrer Seite lebten. Das ist aus einem Feenbuch. Und zwar vor der Elfendämmerung. Also ich habe hier lauter Elfenbücher, die habe ich aus dem Keller hochgeholt. Das hatte ich mal raussortiert. Ich habe die nie gelesen. Deswegen sind die rausgeflogen und ich habe gedacht, Mensch, für sowas ist das doch optimal. Und ja, da habe ich ein paar Seiten rausgerissen. Also hier sind ein paar Seiten drin. Ja, und auch hier wollte ich schon sagen, also wer das andere Flip-Through gesehen hat, ja, von dem Gorgeous, da hatte ich das nämlich schon erklärt. Ich nehme nicht eine Seite, die ich so reinklebe, dass du hier die eine Hälfte hast und da die andere Seite, sondern ich nehme direkt zwei Seiten raus und klebe die in der Mitte nochmal zusammen, weil wenn du die rausreißt, sind die natürlich teilweise auch auseinandergerissen stellenweise. Und dann klebe ich da immer Washi drüber und ja, so kommen die dann in die Bücher rein. Und dann hat man komplette Seiten, das finde ich total schön. Genau, und dann geht es hier weiter, natürlich auch wieder diese Lavinia-Stempel. Na, das wiederholt sich hier alles. Hier ist noch mal eine Karte, huch, so rum. Da habe ich experimentiert und ja, leider sieht man diese Feen nicht so richtig. Da hätte ich ein helleres Embossing-Puder nehmen müssen. Aber ich finde, das ist in Ordnung. Das geht auch so. Genau, dann haben wir hier den stehenden Wolf. Und der heult natürlich hier den Vollmond an, ist ja klar. Und das fand ich ganz cool, weil auch dieses Papier, gucke mal, das hat auch so eine Struktur. Und als ich darüber gegangen bin, ja, kam halt der Stempel, die Stempelfarbe kam nicht überall an. Und das fand ich super, das hat mir echt gefallen. Deswegen wiederholt sich das hier im Buch auch noch. Ja, hier ist die andere Seite. Ach nee, das ist aus diesem Buch hier, die Leute von Burgstetten. Da habe ich genau das Gleiche gemacht. Ne? Also, genau. Ja, hier haben wir von William Shakespeare einen Sommernachtstraum etwas. Begehre nicht, aus diesem Heim zu fliehen. Du musst hier, willig oder nicht, verziehen. Ich bin ein Geist, nicht von gemeinem Stande. Ein ewiger Sommer ziert meine Lande. Und sieh, ich liebe dich.
Drum folge mir, ich gebe Elfen zur Bedingung dir. Sie sollen Perlen aus dem Meer dir bringen und wenn du leicht auf Blumen schlummerst, sing. Ich will vom Erdenstoffe dich befreien, dass du so luftig sollst wie Geister sein. Das ist auch aus diesem Buch hier. Das war ganz vorne drin und das habe ich hier mit reingemacht. Das war auch der einzige Spruch, den ich da gesehen habe. Natürlich im Internet gibt es etliche Sachen, aber ich fand es schöner, sowas direkt aus dem Buch rauszureißen und reinzukleben. Genau. Ja, dieses hier, dieses Papier, das ist von dem Set von der Jutta von Funkelkram. Genau, da habe ich nämlich Papier gekauft. Hier haben wir die Drachen. Also die habe ich in groß und in klein. Das hier sind jetzt die großen. Nee, das ist der kleine und das ist der große. So, die großen fliegen in die Richtung und die kleinen fliegen in die Richtung. Ja, hier haben wir von dem alten Buch die zweite Seite und hier habe ich nochmal den anderen Wolf, der sitzt jetzt und jault auch den Vollmond an. Ja, hier haben wir dann so ein Kärtchen. Das sind auch, ja, das sind alles Lavinia-Stempel, ne? Genau, hier dieses Stitch-Stempel. Ah ja, hier ist dann die zweite Seite. Muss man dann natürlich, falls man das lesen möchte, immer noch mal in die anderen Signaturen, das sind vier Signaturen, reingucken, ne? Weil das ist jetzt Seite 11 und angefangen hat es mit Seite 9. Ah ne, geht ja, 9. 10, 11, 12. Ne, passt ja. Habe ich genau richtig rausgerissen. 11 und dann müsste das hier die 12 sein. Genau. Ja, es geht natürlich durch das Papier immer durch, aber ich fand das gar nicht so schlimm. So hat man das Einhorn von der Seite und man hat es hier, weil die Papiere halt dünn sind. Ne? Auch hier dieses Druckerpapier. Es blutet halt so ein bisschen durch oder es schimmert durch. Ne, durchgeblutet ist hier nichts. Hier so ganz leicht. Aber es schimmert halt durch. Ja, und hier habe ich einen großen Schmetterling. Den kannst du dir entweder noch mal so festkleben, dass du hier was hintermachst. Oder, keine Ahnung, man kann hier vielleicht noch mal eine Seite rankleben oder hier. Wie auch immer. Aber das fand ich halt einen schönen Effekt, wenn du hier die Seite umschlägst und hier springt so ein Schmetterling raus. Genau. Ja, und so geht das hier natürlich durch die Signaturen durch. Du hast immer vorne eine so eine Karte. Na, hier ist die nächste. Oh, ich mag dieses Orange mit dem Gelb, finde ich total schön. Und da ist die nächste. Also meine Signaturen haben vorne halt immer diese Karten. Und dann geht das hier alles genauso weiter. Ne, Schmetterling und man hat verschiedene Karten oder halt ne, so aufklappbare Karten. Hier sind die beiden Jungs wieder, die sich um den Schlüssel streiten, die Drachen fliegen. Hier geht es weiter mit der Seite 13. Da kann man weiterlesen. Hier ist auch wieder was drin. Ah ja, nee, das ist kein Lavinia-Stempel, das ist ein Stamperia-Stempel. Genau. Dann gestitcht. Na, hier, Rückseite blank. Das sind die kleinen Drachen. Genau, also du hast immer die alten Buchseiten dazwischen und natürlich die, Entschuldigung, die von der Elfendämmerung, das ist auch ein Stamperia-Stempel. Das ist wieder Lavinia. Und in der Mitte ist immer eine Seite von Jutta. Ne, da kann man hier zum Beispiel beschriften, man kann auch in den Mond reinschreiben. Ja.
Ja, und so zieht sich das durch die Signaturen. Also ich gehe jetzt die anderen beiden Signaturen nicht durch, sei mir nicht böse, aber es wiederholt sich alles. Also ich kann nur für mich sprechen, wenn ich mir Flip-Throughs angucke, gucke ich mir meistens die erste Signatur an und schalte dann aus, weil ja, es wiederholt sich alles, ne? Hier, ja, das schimmert so schön. Das kommt in der Kamera gar nicht so rüber. Also das schimmert hier. Genau, siehst ja, hast immer wieder mal was drin, da schon die dritte Signatur. Ne? Genau, und hier ist wieder der Flügel. So geht das durch. In der Mitte von Jutta eine Seite. Oh, diese Karte finde ich so schön. Das ist auch ein Lavinia-Stempel. Da habe ich dann mit dem rosa Stickles gearbeitet und dieser Hintergrund, das siehst du gar nicht, doch so ein bisschen sieht man hier, wie das funkelt, ne? Wie das schimmert. Das ist so Puder von Lindys. Ja, genau. Gucken, ob man hier noch mal auf die Schnelle irgendwas entdeckt. Hier ist noch mal eine Karte. Hier sind auch wieder diese Engelsflügel. Engelsflügel, Feenflügel. Hier fliegen zwei Drachen hintereinander. Den Effekt fand ich ganz gut, wo sie hochguckt. Na, es ist hier natürlich jetzt reingekleckst, ne? Wenn ich hier mit arbeite und man schmiert hier halt mit der Farbe rum, läuft da schon mal was unter. Das sollte dich dann natürlich nicht stören. Andernfalls kannst du natürlich auch noch mal ein weißes Papier hier drüber kleben. Wobei ich finde es so, wie es ist, schön, wenn man da dann was reinschreibt. Das hat noch mal irgendwie was. Na, hier auch. Also mir gefällt es. Ist aber natürlich immer Geschmackssache. Genau, hier wieder von Jutta eine Seite. Ja. Und dann sind wir auch schon gleich durch. Hier einfach nur so gestitcht. Ich habe leider keine Nähmaschine. So, genau. Und hier habe ich gar nichts gemacht. Ja, hier mache ich jetzt noch den Schmetterling ran. Und das war dann dieses Journal. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, dann hoffe ich, du schaltest beim nächsten Video ein und bis dahin wünsche ich dir, je nachdem, wann du das Video gesehen hast, einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ciao, ciao. Be the fan, that's what they call me. I promise that you'll never be.